Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video frei nach dem Motto: Ich könnte mich schon wieder auskotzen. Ja, worum geht es? Es geht mal wieder um, ja, leider immer noch um Reshare beziehungsweise um Carsharing generell oder auch um Falschparker generell, die Ladesäulen blockieren. Und ja, was ist passiert? Ich bin letzte Woche Montag, also sprich vor fast einer Woche, an einer Ladesäule vorbeigekommen und da stand ein Reshare Golf und hat geladen. Könnte man meinen. Ja, jedenfalls war er angeschlossen mit einem Kabel und dann habe ich halt mal geguckt, was steht denn auf dem Display drauf. Und was soll ich euch sagen? Auf dem Display stand drauf, dass er schon seit 10 Stunden und 20 Minuten lädt. Ja, nachmittags, als ich dann wieder dran vorbeigekommen bin, stand dann mit mal drauf 16 Stunden und 30 Minuten. Und dieses Auto stand immer noch da. So, am Dienstag bin ich dann wieder vorbeigekommen. Und was soll ich euch sagen? Das Auto stand da immer noch, jetzt allerdings mit der Aufschrift. Ein Tag und 16 Stunden lädt er. Lädt seit einem Tag und 16 Stunden. Was wiederum 40 Stunden Ladedauer angibt. Ja, jedenfalls habe ich darauf hin und das hat eigentlich so das Fass zum Überlaufen gebracht bei mir. Daraufhin habe ich dann WeShare angeschrieben per E-Mail und ja, nicht, dass jetzt hier wieder was Falsches kommt, werde ich erstmal meine E-Mail vorlesen und dann die Antwort von WeShare. Meine E-Mail als erstes: Sehr geehrte Damen und Herren, noch bin ich recht freundlich, jedoch spätestens morgen früh nicht mehr. Gestern bin ich zur Arbeit gefahren und wollte mein Auto an der Laternenladesäule in der Blanke Straße laden. Doch dort angekommen stellte ich fest, dass dort ein Fahrzeug von Ihnen seit über 10 Stunden an der Ladesäule parkt. Parkt mit Ausrufezeichen wohlgemerkt. Das Fahrzeug war zwar mit einem Ladekabel an der Ladesäule angeschlossen, doch aufgrund der langen Zeit, es waren ja schon über 10 Stunden, wird da wohl kein Strom mehr geflossen sein. Mittags stand übrigens das Auto immer noch da. Und heute Morgen das gleiche Spiel, nur mit dem Unterschied, dass dort schon ein Tag und 10 Stunden drauf stand. Nach der Arbeit, ich konnte mein Auto immer noch nicht laden, stand das Auto immer noch da. Ein Tag und 16 Stunden zeigte jetzt die Ladesäule an. Sollte Ihr Auto morgen früh immer noch dort stehen, rufe ich die Polizei und lasse es abschleppen. Es ist eine Sauerei, was Ihr Unternehmen sich hier in Berlin erlaubt. Mal ganz davon abgesehen, dass in Ihrem Auto keine Parkscheibe ausgelegt war und die Ladezeit zwischen 8 und 18 Uhr nur 4 Stunden beträgt, solch ein Verhalten ist unverschämt gegenüber anderen E-Autofahrern. Sie sollten sich ein solches Verhalten mal mit einem Verbrenner an einer Tankstelle wagen. Mal sehen, wie lange Ihr Auto dort noch stehen bleibt. Mit diesem Verhalten kann die Elektromobilität nicht vorankommen und schon gar nicht den Umsatz von VWs Elektroautos steigern, denn die Interessenten sind nur noch genervt. Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung auf Besserung. So, das war meine E-Mail. Also es ging definitiv darum, dass ich dir mitgeteilt habe, dass da halt schon seit etlichen Stunden ein Auto länger als erlaubt parkt. Weil Laden nach 40 Stunden dürfte wohl auch bei einem E-Golf mit Typ 2 Lader schon abgeschlossen sein. Ja, am nächsten Tag übrigens, was mir noch aufgefallen ist, warum hat denn bitte schön ein VW-Tochterkonzern, was ja WeShare ist, eine E-Mail-Adresse im Indischen Ozean? Vielleicht kann mir das ja mal jemand erklären. Ich habe da zwar so eine Idee, aber die behalte ich besser für mich. Ja, am Mittwoch, den 21.08. dann, stand auf den Autouhr plötzlich drauf, bitte autorisieren Sie sich, also nicht auf dem Auto, sondern auf der Ladesäule, Entschuldigung, auf der Ladesäule stand das dann drauf, wurde angezeigt im Display und der Stecker war frei. Ich habe den Stecker abgezogen, habe den ans Auto gehangen
Und ja, dass halt jeder sehen konnte, dass dieses Auto dort nicht lädt und dass es weggefahren bzw. abgeschleppt werden kann. Ich hatte übrigens auch dem Ordnungsamt noch geschrieben und bzw. das über diese komische App da halt getätigt. Nur beim Ordnungsamt sieht es so aus wie bei der Polizei auch. Die sind halt chronisch unterbesetzt. Das ist halt so dieser Sparzwang von dem Senat hier in Berlin gewesen. Stellen halt einzusparen und von daher sind sowohl bei der Polizei als auch beim Ordnungsamt zu wenig Leute eingestellt. Wobei der Senat eigentlich beim Ordnungsamt massenweise Leute einstellen könnte, aber leider ja, beruht er sich immer darauf, dass er ja die Verwaltungsfachangestelltenausbildung haben will. Und ja, damit wird das leider auf Dauer nicht Senat. Vielleicht mal eine Überlegung, andere Leute einzustellen, die genauso qualifiziert sind, nur diesen Wisch nicht in der Tasche haben. Ja gut, jedenfalls habe ich das Ordnungsamt informiert. Ich habe auch WeShare halt diese E-Mail geschrieben. Und ja, dann bin ich halt am 21. abends nach Hause gekommen und habe dann halt die Mail bekommen. Und da kam dann halt die Begründung wahrscheinlich auch, warum die Ladesäule freigeschaltet war. Ich vermute mal, dass WeShare den Ladevorgang vom Auto aus über Fernzugriff abgebrochen hat. Und dementsprechend war das Auto halt frei, aber es parkte dann halt falsch. Also ein Fall eigentlich für den Abschleppdienst. So, als Antwort kam dann halt, vielen Dank für Ihre Nachricht und Schilderung bezüglich unseres Fahrzeuges an der öffentlichen Ladesäule. Wir haben das klare Ziel, unsere Fahrzeuge möglichst schnell nach dem Ladevorgang wieder von den öffentlichen Ladesäulen wegzufahren, um sie für andere Elektrofahrzeuge wieder verfügbar zu machen. Unsere Servicemitarbeiter sind dahingehend angewiesen. Leider kommt es aber teilweise noch zu langen Standzeiten an den Ladesäulen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Prozess zu optimieren. Zukünftig wollen wir unseren Kunden einen Anreiz bieten, in Klammern freie Minuten, Klammer zu, selbstständig zu laden und Fahrzeuge, die an Ladesäulen stehen, zu mieten. Auch diese Funktionalität wird gerade entwickelt. Wir sind uns da durchaus bewusst, dass unsere große elektrische Flotte eine zusätzliche Auslastung der öffentlichen Ladeinfrastruktur bedeutet. Aus diesem Grund arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen, um das aktuelle Ladenetz auszubauen. Die bisher wichtigste Partnerschaft in dieser Richtung haben wir mit Lidl und Kaufland abgeschlossen. An 60 Lidl und 10 Kaufland-Filialen werden in Berlin insgesamt 140 neue Ladepunkte errichtet. Die Ladepunkte stehen tagsüber während der Öffnungszeiten den Supermarktkunden zur Verfügung. In der Nacht nutzen unsere Fahrzeugflotte die Ladesäulen. Durch diese und viele weitere Partnerschaften können wir einen erheblichen Anteil der Ladevorgänge abbilden, ohne die Verfügbarkeit für private Nutzer zu verknappen. Sollte es in Zukunft wieder mal zu langen Standzeiten unserer Fahrzeuge an öffentlichen Ladesäulen kommen, geben Sie uns gerne Bescheid, damit wir diese Fahrzeuge entfernen und unseren Prozess weiter verbessern können. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team von WeShare. Ihr könnt mit Sicherheit verstehen, dass ich mich verarscht gefühlt habe, als ich diese E-Mail bekommen habe. Also alleine der Spruch, wir haben das klare Ziel, unsere Fahrzeuge möglichst schnell nach dem Ladevorgang von den öffentlichen Ladesäulen wegzufahren, um sie für andere Elektrofahrzeuge wieder verfügbar zu machen. Das hört sich wie ein Witz an, weil nächsten Tag, als ich hingekommen bin, das war dann der Donnerstag, da stand mit mal das hier an der Ladesäule. Richtig, ein anderes Elektroauto, nämlich ein anderes Elektroauto von WeShare. Und was stand auf der Ladesäule drauf? Genau, dass das Auto schon seit über 10 Stunden dort lädt. Danke, WeShare. Ja, ihr habt es verstanden. Ihr drückt euch das hier richtig aus, weil das ist ja ein juristengeschriebener Brief. Ihr sagt halt nur, dass es für andere Elektroautos zugänglich macht. Und andere Elektroautos ist ja ein großes Gebiet, besonders wenn man 1500 eigene Elektroautos hier in Berlin rumdümpeln hat. Dann kann man natürlich sein anderes oder eines der anderen Elektroautos aus der Flotte dort
zum Laden ranstellen, beziehungsweise zum Blockieren der Ladesäule, weil wenn da mal irgendwann wieder einer vorbeikommt, weiß man genau, die Ladesäule ist ja frei, weil man kann ja sein eigenes Auto da erstmal wegfahren, um dann das nächste eigene Auto, also ein anderes eigenes Auto, dort hinzustellen. Ich finde es eine Unverschämtheit. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist halt hier mal meine Meinung, das ist einfach unverschämt. Die nächste Unverschämtheit war halt, sie sind überhaupt nicht auf mein Problem eingegangen, dass dort ein Auto vielleicht mal beseitigt werden sollte. Das steht da mit keinem einzigen Wort drin, dass sie das Auto dort beseitigen werden, sondern sie arbeiten mit Hochdruck daran, dass es in Zukunft dazu nicht mehr kommt, dass dort Autos lange parken. Die dürfen überhaupt nicht parken, liebe Leute, denn es gibt nämlich die neue Verordnung auch hier in Berlin, die halt mit dem Parkplatzschild nur für Elektroautos während des Ladevorganges und eine Befristung zwischen 8 und 18 Uhr von 4 Stunden Ladedauer ganz klar und deutlich macht, hier handelt es sich um einen Ladeplatz für Elektrofahrzeuge und nicht um einen öffentlichen Parkplatz. Das ist eine öffentliche Ladesäule. Und der nächste Hohn ist halt, wenn man sich das hier durchliest, sie arbeiten ja mit Hochdruck dran, halt die Ladeinfrastruktur auszuarbeiten für ihre Flotte und haben sich da halt einen Partner mit Lidl und Kaufland, das ist übrigens aus einer Unternehmensgruppe, die beiden Geschäfte, haben sie sich einmal bei Lidl 60 und bei Kaufland 10 Filialen ausgesucht. Das macht ja zusammen 60 und 10 macht 70. Sie wollen aber 140 neue Ladepunkte machen. Ja, ein Ladepunkt besteht nämlich aus zwei Ladeanschlüssen. Also zwei Ladesäulen, oder eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten, so rum gesagt. Das sind nämlich die Dinger, die im Berliner Stadtverkehr, wenn man die so am Straßenrand stehen sieht, die sind jetzt grau, sehen so ähnlich aus wie die Parkscheinautomaten, nur dass sie keine PV-Anlage oben drauf haben und ein bisschen runder sind. Und ja, das sind halt die Dinger, wo man links und rechts halt sozusagen einen Stecker reinstecken kann und somit zwei Ladepunkte hat. Das, was Wischer hier gerade andeutet, sind halt 70 Ladepunkte für 1500 Wischer-Autos. Jetzt könnt ihr davon ausgehen, und das ist halt meine Vermutung, meine freie Meinung, die ich hier äußern darf, dass das Ganze so aussehen wird, dass halt diese Ladepunkte 24 Stunden rund um die Uhr sozusagen 24/7 besetzt sein werden von WeShare-Autos, weil das dort genauso ablaufen wird wie an den öffentlichen Ladesäulen. Die stellen einfach ein Auto hin, warten, bis denn der nächste vorbeikommt und ein leeres Auto dort anschließen will. Der nimmt dann das volle Auto mit, stellt das irgendwo anders hin. Und so sind die Ladesäulen dann immer exklusiv für WeShare. Das ist riesengroßer Bullshit. Das ist einfach etwas, da könnte ich echt durch die Decke gehen, weil das ist unverschämt. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe ja meine Meinung über VW zwischenzeitlich mal etwas verbessert und bin ja auch mit dem E-Golf schon mal mitgefahren und habe auch zwei Kollegen hier bei YouTube, die gezeigt haben, dass der E-Golf gar kein so schlechtes Auto ist. Und ja, ich fand den E-Golf eigentlich auch nicht schlecht. Es ist nicht mein Auto, nicht mein Typ von Auto, was ich fahren wollen würde. Aber ich bin auch sehr gespannt gewesen auf das, was sie jetzt mit der ID-Familie auf den Markt bringen. Doch wenn ich sehe, dass VW hier die Elektromobilität blockiert, indem sie ganz einfach die Ladesäulen zuparken, mit Dauerparkfahrzeugen, die über 40 Stunden an der Ladesäule parken, dass kein anderer rankommt, dann finde ich das eine Riesensauerei. Also wenn ihr weiterhin eure Diesel verkaufen wollt, dann tut es doch ganz einfach, aber lasst doch die Elektroautofahrer in Ruhe. Und ich für meinen Teil werde das ganze Ding jetzt halt weiterhin so betrachten, dass wenn ich ein Auto dort sehe, werde ich ganz einfach die Polizei anrufen und werde dieses Auto abschleppen lassen. Und falls ihr glaubt, von WeShare oder VW, wie auch immer, dass man eure angeschlossenen Autos da nicht wegkriegt, ja, dann habt ihr euch leider getäuscht, weil Polizei und Ordnungsamt brauchen einfach nur beim Ladesäulenbetreiber anzurufen, den Fall schildern und dann wird diese Ladesäule, dieser Ladepunkt freigegeben. Das heißt, da öffnet sich dann halt der Verschluss in der Steckdose und man kann den Stecker einfach abziehen. So einfach ist das nämlich und dann baumelt euer Auto so schön drauf auf einen Haken und bups, wird aufgeladen. Auf ein Abschleppauto. Und dann könnt ihr euch das irgendwo wieder abholen. Und wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich finde es eine Riesensauerei, was WeShare hier vom Stapel lässt.
und vor allem, wie ignorant sie einfach meine E-Mail beantwortet haben. Und von daher, für mich ist es klar, ich würde abschleppen lassen. Und da bin ich ganz klein. Und WeShare sollte sich mal überlegen, also jeder Abschleppvorgang 250 Euro plus so ein Bußgeld. Noch ist es ja nur ein Bußgeld. Wenn daraus jedoch eine Regelmäßigkeit besteht oder entsteht, dann wird es ja schon mal etwas hart für WeShare. Das nur mal so am Rande an WeShare. Vielleicht fangt ihr mal an, da oben so ein bisschen logisch nachzudenken, dass ihr hier auf der Welt nicht alleine seid. So, es gibt aber auch noch andere Leute oder Firmen, wie auch immer, außer WeShare, die ihre Autos falsch parken. Ich blende hier mal einen ein. Den habe ich da auch schon gesehen. Auch ein Carsharing-Auto von ich weiß es gar nicht, wie die Firma heißt, muss ich mal gucken, steht ja auf dem Ding drauf. Und das war halt ein i3 gewesen, der stand auch einfach da und hat geparkt und kein Anschluss am Kabel, also nicht das Kabel in die Steckdose, in die Ladesäule reingesteckt, gar nichts, also einfach nur geparkt. Und mal so eine Idee an die ganzen Carsharing-Unternehmen. Ich meine, ich beobachte das jetzt schon irgendwie seit 6 oder 7 Jahren, ich weiß gar nicht wie lange. Geht mir das schon auf den Keks, dass die Carsharing-Autos permanent auf den Ladeplätzen geparkt werden. Das heißt ja im Umkehrschluss, ihr informiert eure Kunden gar nicht darüber, wie sie eigentlich mit einem Carsharing-Auto und mit einem Elektroauto im ganz besonderen Fall umzugehen haben, wenn sie sich wieder abstellen. Denn eine Ladesäule ist kein Parkplatz. Das ist ein Ladepunkt für Elektroautos, die ihren Akku wieder aufladen müssen. Und die sind nicht exklusiv für Carsharing-Unternehmen gebaut worden. Ich war schon immer der Meinung, dass eigentlich Carsharing-Unternehmen, wenn sie denn mit Elektroautos auf den Markt kommen, auch eigene Ladesäulen hinstellen müssen. Sie können sich ja irgendwo auf dem Betriebshof irgendwo Flächen anmieten, wo halt Ladesäulen stehen, wo sie dann über Nacht beispielsweise jetzt bei Lidl und bei Kaufland, um das mal aufzugreifen, ganz einfach dort ihre Ladesäulen aufstellen und dann nachts ihre Autos hinfahren. Das wäre eine Möglichkeit. Viele Parkplätze von den beiden Kaufhäusern oder Supermarktketten vielmehr haben ja auch Schranken dran. Das heißt, man könnte die ja tatsächlich nach Ladenschluss zumachen, die Schranken, und dann käme man wirklich nur noch mit einem WeShare-Ausweis da drauf und könnte dann rauffahren. Dann wäre es aber auch sinnvoll, wenn ihr morgens die Autos da wieder wegfahrt. Aber ihr könnt dann halt ganz einfach mal Ladepunkte dort installieren ohne Ende, weil dann habt ihr auf einen Schlag, weiß ich nicht, 50, 100 Parkplätze für euch alleine. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr eh schon wisst, dass euren Autos nachts nicht so benutzt werden, nur mal so ein kleiner Tipp, vielleicht habt ihr da noch nicht so den Durchblick für. Man muss nicht immer an einer Schnellladesäule oder einer Starkstromladesäule ein Elektroauto aufladen. Man kann es auch einfach mit einer Schuko-Steckdose machen mit 230 Volt. Weil im Idealfall, ihr habt ja ein Auto mit, weiß ich, 43 Kilowattstunden Akku oder sowas hat der Golf ja drin, den fahrt ihr nicht leer hin. Da sind ja noch irgendwie, ich sag mal, 20% oder sowas drin. Dann reicht es vollkommen aus, das Auto an einer 230 Volt Steckdose, also an einer Schuko Steckdose aufzuladen, weil der steht sowieso dann 10 Stunden da, dann ist er auch voll. Und dann kann einfach einer vorbeikommen, den Stecker rausziehen, sich das Auto nehmen und fertig. Ihr solltet dann nur von dem Supermarkt vielleicht die Autos entfernen, weil ja der Parkplatz dann für die Kunden da sein soll. Und die Kunden wiederum, die haben alle in ihrem Auto auch ein Ladeziegel, der wird in der Regel mitgeliefert mit dem Neuwagen. Die könnten dann auch einfach an der 230 Volt Steckdose nachladen für die Zeit, die sie da einkaufen gehen. Hätte noch einen anderen Vorteil, sofern nämlich der Supermarkt über keine eigene PV-Anlage für die Ladesäulen verfügt, würde das dann auch nicht ganz so teuer kommen dafür, dass man sich da den Strom halt nehmen kann. Dann müsste man auch nicht andauernd alles irgendwie reglementieren. Und ja, man kann die Dinger auch noch mit RFID-Karten freischalten lassen. Das funktioniert auch. Da gibt es dann halt eine große Box. Da sucht man sich aus, welchen Parkplatz man hat, welche Ladesäule, öffnet die halt mit einem RFID-Code oder Chip vielmehr und kann dann halt die 230 Volt Schokosteckdose benutzen. Das nur mal so am Rande, so eine kleine Idee von mir. Ja, wie ich es ja schon angedeutet habe, es gibt ja auch noch andere und hier gibt es halt so einige Spezies.
Einen ganz tollen fand ich dann halt, da steht ein Wheelchair-Golf, mehr als merkwürdig. Zum einen ist er, steht er auf einem Ladeplatz für Elektrofahrzeugen, aber selbst da steht er nicht ganz drauf, sondern schon verkehrsbehindernd mit der linken Seite in der Fahrbahn drin. Da ist dann wieder der Punkt, informiert einfach mal eure Kunden. Und das müsste mit in eurer AGB drin sein. Das muss mit drin sein, wenn derjenige ein Auto anmietet und ihr klappt, der drückt da auf ein Tablet oder auf sein Handy drauf rum und öffnet das Auto. Der muss vor dem Öffnen erstmal kommen. So ein kleiner Hinweis. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ihr das Ticket nicht selber zahlen wollt, dann muss das vielleicht der Kunde bezahlen. Nur dann ist wiederum die Frage, wer ist eigentlich für das Auto zuständig, wenn der Kunde das Fahrzeug ordnungsgemäß wieder abgestellt hat. Ich glaube, das ist das Carsharing-Unternehmen, wenn ich mich nicht ganz irre. So, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein von dieser kleinen Auskotzerei hier über WeShare. Ich hoffe, dass das mal das letzte Video ist, was ich über WeShare bringe. Vielleicht bringe ich noch mal ein paar Bilder oder ein paar Videos, wenn ich sehe, dass da so ein Auto mal auf so einen Abschlepper gehievt wird. Fände ich toll, wenn da mal so ein Bild kommt. Vielleicht mal rüttelt das ja mal die oberen 2, 3 Männekicken da, die da irgendwo im Indischen Ozean sitzen, von ihrem Ledersessel hoch. Und vielleicht denkt ihr mal drüber nach. Öffentliche Ladesäulen unterliegen nämlich der StVO und auch da habt ihr euch dran zu halten, auch wenn das einige Leute vielleicht nicht können, weil sie noch keinen Führerschein gemacht haben. Wenn ihr euch aber mit dieser Materie Carsharing auseinandersetzt, dann solltet ihr zumindest mal einen Blick in die StVO geworfen haben. So groß ist sie auch nicht, da steigt man durchaus durch. Ja, und das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video hier seht. Und vergesst nicht, lasst bitte einen Daumen rauf da und abonniert diesen Kanal da unten. Irgendwo da unten ist dieser Button. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, und jetzt komme ich noch mit einem kleinen Nachtrag zu dem langen, großen Video, was ich gerade gebracht habe, über dieses Falschparken und das Verhalten von WeShare. Wir haben ja hier in Deutschland Gesetze. Wir haben Verordnungen, die Straßenverkehrsverordnung beispielsweise, kurz StVO genannt. Und wir haben aber noch etwas anderes, was in keinem von diesen beiden drin steht. Oder wenn wir das drittes Grundgesetz noch mit dazu nehmen, da steht es auch nicht drin. Das ist die Ladeetikette. Was ist Ladeetikette? Ladeetikette steht weder im Gesetz drin noch in den Verordnungen, sondern ist ganz einfach ein Verhaltenskodex, wie man sich verhält, wenn man ein Elektroauto an der Ladesäule auflädt. Nämlich, dass wenn es voll ist, dass man es dann auch wieder wegfährt, dass der Nächste dann gleich ranfahren kann. Und die Ladesäule, um die es hier heute ging, die wird am Tag von, also wenn ich es halt in der Zeit, in der ich dort bin, wie ich das so beobachtet habe, wird diese Ladesäule von ungefähr 4 bis 5 Autos frequentiert und da sind die unterschiedlichsten Autos bei. Da sind auch mal Carsharing-Autos bei gewesen, aber nicht von WeShare, sondern von anderen Anbietern, die waren dann aber auch gleich wieder weg. Und das nennt man dann halt Ladeetikette, wenn man das Auto dort beseitigt, wenn es vollgeladen ist oder wenn man sogar genug geladen hat, um weiterfahren zu können, um sein Ziel zu erreichen. Dann kann man nämlich auch weiterfahren und halt am Ziel selbst nochmal aufladen. Wenn es zu Hause beispielsweise ist und ihr habt da eh ein Ladegerät zu hängen oder eine Schuko-Steckdose, wo ihr den Ladeziegel reinsteckt, dann macht doch ganz einfach die Ladesäule frei für den Nächsten, der diese Ladesäule braucht, weil er sonst nicht weiterkommt. Und das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Danke, tschüss.